Oh, es hat sich was verschoben. Moment, Kinder. Andersrum, so. Was? Das sieht die ganze Welt, soll sie auch. Ich habe was zu sagen. Danke, Schatz. Warte mal einen Moment, ja? Ich mach mal eben Video fertig, ja? Hey, Freunde, alles klar? Ah, Mikro, Moment. Mich kennt ihr ja schon, First Regenlieder hier, Klaus. Brille weg, brauche ich nicht, muss nichts lesen. Also was hier abgeht, ist ja wohl mal geil, ne? Komm mal her, Dicke. So, erstmal an die Politiker da draußen. Ach, hast dich verfangen in meinem Mund. An die Politiker da draußen, komm richtig hoch, Dicke. Wir beide haben jetzt mal was zu sagen, ne? Ich bin ARGE-Empfänger. Hab keine Arbeit. Ich könnte als Leiharbeiter ja gehen, nun, ne? Für 7,50 € die Stunde meinen Arsch verkaufen, ne? Muss ich aber nicht machen, weil ich ein freier Mensch bin, ne? Ich kann meinen Job mir selber wählen. Ich kann Gärtner, ich kann alles, wenn ich will, ne? Ich kann richtig Gas geben, aber nicht unter den Bedingungen, die ich da gewahr kriege, dass ich jetzt zur Arbeit gezwungen werde. Solange ich gezwungen werde zu irgendwas, werde ich meinen Arsch zukneifen und zu Hause bleiben oder vor euch wegrennen. Ihr kriegt mich nicht. Entweder mache ich was freiwillig und dann richtig gut oder gar nicht. Wenn ich mitkrieg, dass ich gezwungen werde, ne, trete ich euch alle meinen Arsch, ne? Und ich brauche nicht unbedingt euer System. Ich weiß auch, wie ich alleine klarkommen kann. Ich kann mich in eurem fucking System nämlich durchmogeln. So, was wollte ich jetzt sagen? Kurzes Sammeln. Ich mache mal ganz kurz Schluss und dann geht das weiter. Noch nehmen. Du darfst alles. Aufnahme starten. So, da bin ich wieder. Weil ich alles zu sagen habe und sauer bin eigentlich, das passt auf keine Kuhhaut, ne? Als ich geboren worden bin, ey, ich habe nie was gegen meinen Namen Klaus-Dieter Ochs gehabt oder so, ne? Aber gegen diese Nummer da, die ich da, Sozialrentenversicherungsnummer, dass ich eine Nummer bin und so. Hey, ich bin doch keine Nutte nicht, oder was, ne? Was ich damit aussagen will, ist ganz klar und deutlich, ne? Hey, als ich noch Arbeit hatte, ne, und richtig Geld verdient habe, gut so, ne, beim Zirkus, so, ey, 2000 Mark oder was, mal 4000 Mark. Richtig gutes Geld. Scheiß was, ich habe den Laden verlassen, weil die waren nicht gut zu mir und auch nicht gut zu den Tieren. Ich habe viele Jobs hinter mir gebracht und so. Und nee, ich bin zu der Überzeugung gekommen, das bringt mir alles nichts. Materialismus und so. Ey, ich kann Flugzeuge bauen. Hier. Die Dinger kosten ein halben Geld. Ich kann Flugzeuge bauen. Ja, die Dinger, die verstauben unter meinem Bett. Schmeiß hin, zählt nichts mehr für mich. Ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist für mich die Menschheit. Und dass ich Flugzeuge bauen kann und fliegen kann, das ist nicht übel, das ist total geil, genial. Aber was mit den Dingern da, wie sie vergewaltigt werden, wie ich als Mensch. Die werden Flugzeuge als Chemtrail-Bomber benutzt und so. Und das lässt mir nicht gefallen, wie ihr mit uns umgeht, ihr Regierungsbosse da oben, ne? Ich bin fertig, ich hab fertig mit euch. Es ist ein Krieg im Gange, das ist vom Feinsten und den werd ich gewinnen, weil ich bin mit dem Herrn, ja? Ich mach diese Verarscherei nicht mehr mit. Ich mach mal kurz Pause, weil sonst krieg ich gleich wieder einen Wutanfall und das will ich nicht. Ne? Ich hab vieles zu sagen, Kinder. Ey, vieles läuft verkehrt, viel zu viel, und es wird Zeit aufzuräumen, und ich räume in mir auf, und, viele räumen in sich selber auf, und es ist so fantastisch zu sehen, was sich so tut hier in der Freiheitsbewegung, Wahrheitsbewegung und so. Ich muss kurz mich sammeln, bis gleich. Ich hab schon wieder, das erste Video hat fast 2 Minuten gedauert, ich hab zu viel zu sagen. Komm auf den Punkt, Klaus, deswegen, bis gleich.
Ja, das ist mein Chaintrail-Bomber. 50 Kubik. Wo ist denn das Mikro? Da, ich hoffe, das hört man jetzt. Ja, ein 3D-Flugzeug ist das. Ja. So. Ein 3D-Flugzeug. Mülltonne. Echt Mülltonne. Nur noch Mülltonne. Ne? Echt nur noch Mülltonne. Alles Mülltonne. Motorrad ist auch nicht mehr. Alles an den Nagel gehangen. Uwex. Ne? Uwex macht's möglich. Ach, Spaß muss sein ab und an, ne, Kinders. Was ich alles drauf hab und was ihr alles drauf habt, ne, es kommt immer noch drauf an, denke ich mal, was man sich so überlegt, was wichtig ist im Leben. Ne? Ach, mein Drache. Der muss sein. Gönnt ihr mir den? Ich hoffe schon. Ja. Ja. Ich wollte euch nur mal... Ich zeige euch mal die Kiste aufgebaut, wen das interessiert und so. Klar, was weiß denn ich? Ja, das wird jetzt im nächsten Mehrteiler von mir entstehen. Da habe ich was wegen Haiti und den ganzen Naturphänomenen und Katastrophen zu sagen. Mein herzliches Beileid an die Opfer da unten. Ich sitze hier als arbeitsloser Sozialschmarotzer rum und mache mir meine Gedanken. Ich würde so gerne helfen, ehrlich, unentgeltlich, ohne alles irgendwie. Gib, komm, gib Adresse, wo, Flughafen, ich pack sofort mit an und helf, bau mit auf. Ich habe genug Zeit und so. Aber wenn ich wahrkrieg, so dass Milliarden und Billionen in Amerika ausgegeben wird für Kriege und so, und dann entsteht da so ein brutaler Schaden. Seid ihr eigentlich noch normal? Überleg mal, ihr solltet diese Gelder mal für solche Sachen wie Naturkatastrophen opfern und nicht opfern für Kriege. Ne? Ich mache jetzt wieder mal Feierabend, weil das war jetzt halt erstmal nur mal so nebenbei, mein zweites Video, und demnächst fange ich mal an, mehr Teil dazu machen. Ich denke mal, ich mag die Brille nicht, ich kann mir auch leider keine leisten. Mit der Sozialhilfe und unterstützt werde ich da auch nicht. Ich muss echt mal Tacheles reden demnächst. Das wird ein Mehrteiler demnächst geben. Und dann werde ich mir auch genau mal einen Plan machen, wie ich meine Videos demnächst neu gestalte und so. Es gibt zu viel zu sagen. Da passt hier alles nicht drauf, das wisst ihr. Und mich bewegt genauso viel. Also Leute, bis dann, lasst den Kopf nicht hängen. Ich bin bei euch Tag und Nacht. Auch in meinen Träumen habe ich euch in meinem Herzen drin. Alle ihr Individuen auf diesem Planeten. Und bis bald. Ne? Das musste ich einfach mal sagen eben. Ich muss einiges mal aus meinem Herz lassen. Tschüss. Fertigstellen.